Puh, na endlich. Wir haben den Köderfisch, wir haben den Schuh für den bemitleidenswerten Zeitgenossen, dass er sich endlich was hinter die Kiemen hauen kann, etwas Standesgemäßes. So, aber das hat uns jetzt das Problem mit dem Gadget-Job noch immer nicht gelöst. Komm her, Goal. Ich hab da was Schönes zum Aufwärmen. Wir haben dich mal. Nicht nötig. Sie ist doch so schon heiß genug. Oh, ja. So, na komm. Jetzt ist sie wieder warm und jetzt können wir unsere Energien am Gadget-Job verbraten. Und der Angler sitzt immer noch dort und fängt keinen einzigen Fisch. Außer den Tigerfisch, die Tigerfische, die er uns mal versprochen hatte. Wir erinnern uns. Hallo, Miepfekapfe. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Ach, wie cool. Harveys neue Augen. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Wie geil, wie geil. Ach, das ist so schön, wenn die da solche kleinen Gimmicks einbauen. Ich liebe sowas. Katze am Fenster. Das ist Gilligans Katze. Ob sie wohl einen geheimen Weg in den Gadget-Shop kennt? Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Zeig Onkel Rufus den geheimen Weg in den Gadget-Shop. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Genau daran liegt's, Rufus. Sie ignoriert dich nur. Napf. Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Zum Beispiel hier unten eine sehr gut sichtbare Katzenklappe in der Tür. Aber die wir nicht aufmachen können. Die Tür. Scheibenhonig. So, wir brauchen wohl jetzt erst irgendwas zum Anlocken von der Mieze und, ach, den Thunfisch. Na klar. So. Aber wie zum Eumel kriegen wir Thunfisch her? Hä? Lalalala, Isla Obach, Nordpol, nee. Halt, Porta Fisco. Da mussten wir... Ah, halt! Nein. Gehen wir erst einmal dem lieben Goon den Schuh. Hallöchen, Mahlzeit. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Nom, lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey, Moment mal. Das ist ja nur ein kaputter Schuh. Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Oh, schade, warum frisst er den jetzt? Ey, Jo, was geht ab, Bruder? Ach, du meine Güte. Na los, mach mit. Hippopuré? Übertreib's nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. Geil. Ah, dein Schirm funktioniert nicht. Dein Schirm funktioniert nicht. Natürlich nicht. Du hast ihn doch selbst kaputt gemacht. Das meine ich nicht. Du hast doch gesagt, er sei ein Blitzmagnet. Tja, toll. Bei mir hat's funktioniert. Ja, ich hab's verstanden. Du bist eben ein echter Glückspilz. Aber warum funktioniert es bei mir nicht? Warum willst du denn vom Blitz getroffen werden? Nicht ich. Meine Freundin. Das leuchtet natürlich ein, ja. Ach, wie nett der Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digger. Okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Ach, einfach nur zu nett. Also wie der arme Goal sowas antun kann. Da kann er doch einfach einen Blitzableiter irgendwie in die Gegend stellen. Er ist doch ein Bastler. Das wäre dann mit Sicherheit nur halb so lustig. So, Diesel. Dieselbündchen. Flachwitz. So, der Tank ist wieder voll. Zeit für etwas Turbinen-Action.
Turbinen-Action, ja. Vielleicht ein guter Folgenname. So. Na? Und? Jetzt dürft's denen hier die Lauscher aufstellen. Na, doch nicht. Okay, und was kostet denn jetzt ein Stundenkehrer einbauen? Warum schaltet der jetzt hier erst aus? Das ist doch langweilig. Passt! Und jetzt? Wo kommt denn plötzlich dieser Gestank her? Nee, einer meiner Duftbäume. Ach, wie nett, wie nett. Rebellenlager? Sieht recht extravagant ekelhaft aus. Da unten mobbt alles ganz grün und oben wegen die Duftbäume. Ach, wie schön. Weide, wie war gleich dieser Gewitterreim? Weiden sollst du meiden. Was für ein Glück, dass Ahorn und Rhododendron alle sind. Na gut, dann nehmen wir sie mal mit. Und Blöps. Ach ja, wir werden sie sowieso irgendwie brauchen. So. Delfinbabys. Hallo. Na, ihr? Soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Nein. Wie sie sich freuen. Süß. Süß. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Oh. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Halli, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Ich will das gar nicht machen. Ich kann später noch grillen. Auf den glühenden Trümmern des Organon. Ah ja, richtig. Wir sollten mal wieder kombinieren. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Dochtlöscher für Flächenbrände. Meine Sachen stinken nicht. Sie riechen nach ehrlicher Arbeit. Upsi, da habe ich wohl mal wieder ein wenig ehrliche Arbeit geleistet. Schön. Dafür hat Doc leider noch keine Fernbedienung erfunden. Fauler Sack. Das wäre zwar sehr lustig, aber solange noch Hoffnung besteht, dass mir etwas Lustigeres einfällt, betrachten wir das mal als Plan A,5. Okay. Ich empfange negative Vibrations. Oh nee, bitte, nein, die armen Delfine. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Halli, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Oh nein, ich mag das gar nicht machen. Köderfisch, nein. Ja, nein. So kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Hm.
Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Nein. Die armen Delfinchen, es tut mir leid. Nanu, wo kommt die denn plötzlich her? Also, das ist nicht schön. Und dass hier den brennenden Reifen keiner bemerkt, den können wir jetzt auch nicht mehr abhängen. Naja, ist ja klar. Können ja andere machen. Hab ich jetzt gerade das Planschbecken eingesteckt? Ja, okay. Ach ja, vielleicht brauchen wir das oben auf dem Plateau, richtig. Naja, dann auf geht's in Gadget. Schalten wir die Hansmühle mal wieder aus. So. Puh, jetzt kann man sich wenigstens mal wieder normal unterhalten. Ah, Moment mal. Ich möchte eine These testen. Ja, ach wie schön. Seht ihr, was ich sehe? Zieht's alles volle Granne rein. So. Na dann geht's mal wieder ab auf den Kudder und dann geht's wieder zurück auf den schwimmenden Schwarzmarkt. Lalalala, Isla Obacht, Pater Fisco, schwimmender Schwarzmarkt. Können wir hier... Ah, wir können schnell reisen, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, und dann... Mizi? Komm, Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. In Deckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchen-Dualismus entfesselt. Eine Katzenklappe. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe.